Einen wunderschönen guten Tag. Wer es glauben mag, Gariton wieder hier. Meine Güte, das ist ein unheimlich langes Level und gegen so viele Schwertkämpfer, die auch noch alle unheimlich stark sind, habe ich schon lange nicht mehr gekämpft. In diesem Spiel eigentlich noch gar nicht. So, was müssen wir denn hier machen? Okay. Was ist denn hier los? Warum kriege ich denn hier dauerhaft Schaden? What the? Oh. Die kann man echt nur im Nahkampf besiegen, wie es scheint. Wo ist denn der andere? Ist der weg? Yay! Ist der weg? Sieht so aus, ne? Kontrollpunkt. Den habe ich dann doch irgendwie besiegt. Na gut. Safe staten. Und weiter geht's. Oh ja, hat sich gelohnt. Ein Eindringling. Ja, wenn du natürlich kein Lichtschwert hast, bist du im Endeffekt voll im Nachteil. Hallo. Warum nutzt ihr eigentlich kein Lichtschwerter? Aber die Macht in denen, die haben echt eine gute Macht. Hast du gute Macht? Was? Hast du gute Nacht? Ne? Was redest du da? Für ein Quatsch? Oh, meine Fresse. Gibt's hier eigentlich auch andere Gegner? Erstmal den hier weg. Der ist sowieso am nervigsten. Wie gut bist du denn wirklich? Na komm. Na komm, jetzt mache ich dich fertig. In dem Modus kann man die, glaube ich, gar nicht töten. Oh. Was hast du denn da? So, der ist hin. Oh, Junge. Gut. Geschafft, Leute. Oh, das ist aber auch ein anstrengendes Level, sage ich euch. So lang, so viele Kämpfe. Aber hey, genau deswegen mache ich es ja, ne? Oh. So, Nummer 1. Was? Nummer 2?
In der Zeit, wo er mich nicht angreift, können wir das wunderbar nutzen, um ein Safe State zu machen. Na komm. Keine Chance. Genau, kill dich einfach mal wieder selber mit deiner Raserei. Keine Lust mehr? Sie haben keine Chance. Oh, man sieht fast nichts. Ah, komm doch, verreck doch einfach. Und man sieht hier fast überhaupt nichts. Meine Güte. Warum eigentlich immer meine Güte? Ich habe ihn übrigens abgenackelt. Yay, wir sind im obersten Stockwerk. Ich hätte auch einfach hochspringen können. Also hätte ich nicht, aber hätte ich die erforderliche Macht, dann... Ne? Hallo, oh, jetzt hat der ein Doppelschwert. Ich glaube, ich gehe scheißen. Doppelschwerter sollen eigentlich nur für einen reinen Angriff sein. Und die sollen nicht so gut zur Verteidigung sein. Deswegen müsste ich den eigentlich, wenn ich nicht gerade am Sterben bin. Ja. Mir fast gedacht. Ein bisschen Schildenergie muss sein. Ein bisschen Heilung auch. Diese Musik. Ich liebe es. Ich liebe es! Okay. Oh, was ist jetzt? Rush? Ich spüre deine Gegenwart, Jaden. Rush, was machst du denn hier? Die Jünger Ragnos brachten mich hierher. Erst dachte ich, sie wollten mich töten, aber ich habe sie falsch eingeschätzt. Spürst du, wie viel Macht in der dunklen Seite steckt? Kyle behindert uns. Jaden, du solltest diese Kraft spüren. Das übersteigt jede Vorstellung. Rush, was redest du da? Du bist ein Jedi. Nein. Nein, ich... Genug Gerede! Rush, vernichte diesen Jedi, damit wir unsere Aufgabe erfüllen können. Jawohl. Wenn du zu schwach bist, dich uns anzuschließen, Jane, dann darfst du uns nicht im Weg stehen. Eieieieieiei. Bist du bereit für mich? Ich werde dich lehren. Unbezwingbar. Ich muss erstmal die hier loswerden. Ah, Alter. Na komm, ich hab euch doch ein paar Mal jetzt getroffen. Die werfen mich wie so ein Ball durch die Gegend hier. Hallo. Da, da, da,
Na komm, lass mich weg. Shit. Und du? Tja, dann machen wir das halt nochmal. Warum ist der eigentlich so schnell? Kommst nicht weit. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ist das ein Kampf hier. Der hampelt nur rum, der Typ. Du kannst das nicht aufhalten. Na komm. Genau. Hey, kannst du einfach alles? Kurzer taktischer Rückzug. Hauptsache Rush kann sich nicht heilen. Die heilen ihn, alles klar. Ich muss ehrlich erst die ausschalten. Okay, ein bisschen Macht sammeln. So sammelt man aber keine Macht, wenn man sich am Heilen ist. Hey, sollte da nicht Darth Vader drin sein? Naja. Du entkommst mir nicht. Du bist schwach. Oh komm. Kommst mir nicht. Ein Scheiß, Alter. Oh. Ich bin unbesiegbar. Oh, meine Güte. Oh, ich kauf euch überhaupt. Du kannst uns nicht aufhalten. Okay, neuer Plan. Ich fang dich. Hör doch einfach auf.
So. Kommst mir nicht. Hör doch einfach auf. Nicht bewegen, nicht bewegen. Ich möchte einfach ein bisschen Machtenergie sammeln. Jetzt bin ich voll. Du entkommst mir nicht. Du bist schwach. Einer ist tot. Der bleibt. Aber sag mal, was hat der für ein Rubberbanding hier? Na komm. Ich schaff das noch. Leute, einer ist hin. Einer ist hin. Du bist schwach. Ich bin nicht schwach. Ich habe nur auf schwer gestellt, deswegen. Hallo. Wo ist er denn? Fuck. Macht nix. Safe und. So, Leute. Mit der Machtgeschwindigkeit geht das ja voll gut. Und jetzt nur noch Rush erledigen. Das geht ja super. Keil, ich. Oh. Hast du geglaubt, ich würde meinen neuen Schüler so leicht aufgeben? Tavion, ja? Du hättest mich töten sollen, als du die Chance dazu hattest, Katarn. Dein jämmerliches Jedi-Mitleid ist eine Schwäche, die dich dein Leben kostet. Und das der Akademieschüler. Aber nicht deines, mein lieber Rosh. Komm. Ja, Tavion. Rosh, nein! Narr, eure kleine Freundschaft kann es nicht mit der Kraft der dunklen Seite aufnehmen. So weit ist es gekommen, Tavion. Die Macht häppchenweise stehlen wie irgendein intergalaktischer Parasit. Verschon mich damit, du selbstgerechter Katarn. Du magst mich gedemütigt haben, als du mich am Leben gelassen hast, aber dann habe ich das gefunden. Jetzt habe ich einen neuen Meister, der mir alle Kraft versprochen hat, um dich und alle Jedi zu vernichten. Ragnos, was kann dir ein toter Lord der Sith geben? Das, was ich schon immer wollte. Aber du wirst das nicht mehr erleben. Was ist mit meinem Lichtschwert? Lange kann ich nicht mehr. Halt durch. Mein Lichtschwert ist weg. Oh, mein Lichtschwert. Wir haben uns befreit und überall umgesehen. Doch Tavion hatte sich Rosh geschnappt und war geflohen. Jetzt wissen wir, wer diesen Kult anführt. Aber das erklärt noch nicht, wieso sie so viele Anhänger der dunklen Seite haben. Ein paar von Dissans Wiedergeborenen waren bei ihr. Bezüglich der Kultanhänger hat Jaden eine Theorie. Wenn das Zepter die Macht speichern kann, kann es sie vielleicht auch freisetzen. Tavion könnte damit ihre Anhänger stärken. Verdorbene Jünger auf der dunklen Seite der Macht. Das würde viel erklären. Konntest du dir das Zepter ansehen? Ja, es gehörte wohl Ragnos. Wir werden rausfinden müssen, was Tavion damit vorhat, wenn wir sie stoppen wollen. Einverstanden. Du wirst ein neues Lichtschwert fertigen müssen, das das Verlorene ersetzt. Während wir versuchen, Tavions nächsten Schritt zu erahnen, möchte ich, dass du eine aktivere Rolle an der Akademie übernimmst. Sir? Jaden, du hast auf Vijun ausgesprochen überzeugend agiert. Um sich drei dunklen Jedi zu stellen und sie zu besiegen, braucht es Tapferkeit und Talent.
Ich denke, du bist bereit, dich ab sofort Jedi-Ritter zu nennen. Glückwunsch. Ja, Meister Skywalker. Vielen Dank. Jedi-Ritter. Jaden, nach dem Kampf spürte ich den Hass in dir wachsen. Du magst jetzt ein Jedi-Ritter sein, doch musst du dich vor der dunklen Seite hüten. Ja, Kyle, ich werde dich nicht enttäuschen. Tja. Aha, jetzt können wir das nochmal wählen. Aber bevor wir das machen... Ach komm, wir machen das doch in dieser Folge. Das ist jetzt das besondere i-Tüpfelchen. Dieser Part ist zwar schon wieder extrem lang, aber hey. So, also wir haben die Wahl zwischen einem Standardschwert, zwei Schwertern oder einem Doppellichtschwert. Tja... Also ich denke, ich bin für zwei Schwerter. Weil Doppelschwert, wie ich euch ja vorhin schon im Part gesagt hatte, ist ein Angriffsschwert. Aber da ich auf Jedi Meister gestellt habe, ist ein Angriffsschwert überhaupt nicht klug. Das heißt, das eine machen wir wieder so. Und das, ja, was nehmen wir denn da? Na, ich denke, das ist ganz in Ordnung. Jetzt haben wir einmal Orange als Farbe. Wollen wir auch Orange als andere Farbe nehmen, oder... Ich meine, wir können es auch komplett neu wählen. Wir können es auch gelb machen. Oder grün. Oder blau. Oder Mace Windu lila. Nein. Wie ich schon im allerersten Part gesagt habe, Mace Windu... Das Lila ist nur Mace Windu vorbehalten. Aber... Ich habe euch ja ganz am Anfang gesagt... grauer Jedi werden. Das ist ja auch richtig. Ich habe einen Teil der hellen Seite und ich habe einen Teil der dunklen Seite. Aber ich bin jetzt dafür, ich werde jetzt mehr hell. Das Orange ist ja irgendwie so ein Mittelding. Und ich habe nicht vor, die dunkle Seite zu gehen. Deswegen werde ich jetzt zwei gelbe Lichtschwerter nehmen, um quasi darzustellen, dass ich jetzt dass ich mehr ein heller Jedi bin. Ihr versteht, was ich meine, ne? Ja. Da du nun ein Jedi-Ritter bist, haben Luke und ich entschieden, dich auf anspruchsvollere Missionen zu entsenden. Sei aber vorsichtig. Gefahren lauern überall. Jawohl. Ja, gut. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche noch einen schönen Restabend, Tag, Nacht, was auch immer. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.